Hallo, ihr Schnuckelbärchen. Da sind wir wieder in einer neuen Folge Minecraft Feed the Beast Light. Und letztes Mal haben wir hier aufgehört. Wir haben hier unser Copperohr wieder angeschmissen. Wir haben hier unseren Iron Dust. Können wir hier mit reinknallen? Haben wir angeschmissen. Okay, den Extractor brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir haben hier so ein bisschen weiter einsortiert. Wir haben noch mal ein bisschen mehr Marble geholt. Genau. Und das packen wir. Guck mal, wir haben schon eine ganze Menge Iron Dust. Gucken wir noch mal, ob wir ein paar Sugar Canes bekommen. Es wird jetzt auch schon fast wieder Nacht. Sugar Canes kriegen wir auch schon wieder ein paar. Wir futtern mal gerade noch ein bisschen was an Möhrchen. Weil ist hier unten was gelandet im Wasser? Hör ich schon wieder die Konsorten, ey. Olle Knallbirne. Ne, hier ist nichts gelandet, ne? Genau. Den nehmen wir auch mit. Gut, dann haben wir 25. Dann pflanzen wir aber jetzt noch mal ein paar von an. Nehmen wir dich mit und verpissen uns mal ganz schnell in unsere Hütte, damit uns die bösen Monsters nicht kriegen. So, 21. Wir haben ja noch ein bisschen Leder. Gut, nehmen wir das mal gerade weg. Das Leder. Ach nee, Quatsch, andersrum. So, wir brauchen ja erstmal Paper ohne Ende. Dann haben wir jetzt 7 Bücher. 7 Bücher. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und dann brauchen wir natürlich noch dementsprechend Holz. Dann haben wir jetzt schon mal 5 Bücherregale. Und jetzt gucken wir mal oben, wie wir die am besten platzieren. Leg die mal gerade runter in meine Leiste. Also, hier soll eins hin, da soll eins hin und da soll eins hin. Dann können wir hier zumindest noch mal rum. Dann soll hier eins hin und hier eins hin. Was passiert denn jetzt, wenn ich mein Schwert hier reinlege? Okay, ich kann bis Level 14 verzaubern. Und ich weiß aber immer noch nicht, was ich damit verzaubern soll. Okay, das lassen wir erstmal. Wir machen erstmal mehr Bücherregale, damit wir auch höhere Level verzaubern können. Das gefällt mir noch nicht hier. Der Abgang. Der Abgang gefällt mir noch nicht. Und zwar kloppe ich mal gerade die Teile hier weg. Der kann bleiben, aber ich möchte hier gerne so einen kleinen, Dings haben. Wie heißt das denn? Nee, das nicht. Moment, wie kann ich denn hier... Das ist ein Boot. Wie kann ich denn hier ein... Ach, da muss ich Sticks haben wahrscheinlich, ne? Mit Sticks kann ich das machen. Habe ich denn genug Sticks? Genau, ein Zaun. Fans. 2 Fans habe ich jetzt. 2 Fans. Ich mache noch mal mehr Sticks. So. 20 Sticks. Und daraus mache ich ein Fans. 8 Fans. Dann mache ich nämlich hier oben, mache ich nämlich Fans drum. Damit man da nicht runterfällt. So. Ups, nicht so weit.
Der kommt noch mal weg. Der Fans kommt noch mal weg und der kommt dann hier hin. Genau, und dann kommt dann nachher noch mal was dahin. Super. Und dann haben wir hier schon mal. Aber die sind halt in einer anderen Farbe. Das ist blöd, ne? Die sind in einer anderen Farbe. So. Ja, kann ich wahrscheinlich auch nicht in einer anderen Farbe machen, den Fans. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Der kommt dann einmal hier rum. Dann können wir nämlich nicht mehr hoch oder runterfallen. Genau, das ist natürlich super. Und hier ist dann auch ein, ja, ist ein bisschen abgegrenzt. Das ist echt schön. Gut. Gefällt mir, perfekt. Du, gehen wir hier runter, haben wir auch ein bisschen mehr zum Runtergehen. Ich lade jetzt gerade mal den Fans wieder hier rein und das Holz hier rein. Kopperohr haben wir da. Was haben wir denn jetzt eigentlich noch alles an Ohr? Wir haben noch Goldingot, haben wir noch. Muss mal gerade gucken. Silberohr, Tinohr, Goldohr haben wir natürlich nicht mehr, ne? Das ist kacke, weil Goldohr brauchen wir im Grunde genommen, um. Moment. Um unsere Diamanten zu machen. Super, jetzt meine Kippe aus. Genau, also Goldohr brauchen wir, um uns Diamanten zu machen. Wir haben Iron Ingot, haben wir 1, 2, 3, 4, 4,5 Stacks, das ist super geil. Lead-Ohr, Tin-Ohr nehme ich mal eben mit. Silver-Ohr und Tungsten-Ohr brauchen wir jetzt gerade nicht. Pulverized Iron nehme ich mit. Ja, wir brauchen eigentlich wesentlich mehr Gold und damit müssen wir halt auch mal in den Untergrund, aber egal. Wir gehen jetzt nochmal schnell pennen, weil ist ja eh schon wieder Nacht, wie ich das sehe. Und was, wie sieht es hier aus? Okay. Oh, cool. Iron Dust lädt. Pulverized Iron, Pulverized Gold. Okay, das lädt. Wir gehen mal gerade zu unserer Mining Turtle. Genau, lass mal schnell hinflitzen. Aber in der Zwischenzeit können wir auch gerade mal hier die Möhren abfarmen, die schon fertig sind. Gut, und auch mal ein paar neue hinsetzen. Ups. Genau, und dann können wir auch noch welche. Eine essen. Super. Gut, dann flitzen wir mal gerade zu der. Genau, zu der Mining Turtle. Jetzt dürfen wir hier nur nirgendwo runterfallen, weil dann ist das nämlich unser jähes Ende. So, die liebe Mining Turtle ist hier unten am Werk. Aber so wie ich das sehe, ist sie auch nicht mehr richtig am Werk. Ja, sie ist stehen geblieben, weil sie wahrscheinlich leer ist. Ich nehme mal eben alles kurz mit von ihr. Und gucke mal gerade, da hinten ist die. Ja, buddeln wir uns mal gerade hier hoch. Ja, wir buddeln uns mal gerade hier hoch. Ich werde mich jetzt gerade mal eben hier hoch eiern mit dem Cobblestone.
Sie hat auch gar nichts abgeladen. Okay, haben wir denn Kohle dabei? Haben wir auch nicht dabei, ne? Gut, Kohle haben wir nicht dabei. Das heißt, wir buddeln uns gerade mal runter und nehmen die kleine Maus mit. Gehen mal gerade wieder hoch. Braucht man natürlich wieder Kohle. So, vorsichtig hier hochbuddeln, hier hochbuddeln, hier hochbuddeln, dass wir hier nirgendwo runterfallen. Das wäre natürlich übel. Und dann kommen wir hoch. Wo kommen wir denn jetzt am besten hoch? Da hinten kommen wir hoch. Einmal hier ums Eck. Super, hier ums Eck. So, und dann gehen wir hier mal eben hoch. Holen mal eben die Kohle. Und dann lassen wir die Mining Turtle mal eben weitermachen. Weil ohne die Kohle kommt die kleine Mausi nicht weiter. Kohle haben wir. Hier. Ich weiß jetzt nicht, ach, ob 18 reichen. Gut, Gravel kommt dann hier rein und der Dirt kommt hier hinten rein. Wahrscheinlich brauchen wir noch mehr Kohle. Ich schmeiß mal eben den Dirt hier hinten rein, das Flash hier hinten rein und schauen wir mal gerade. Gucken, wie viel die mit 32 Kohle, was die mit 32 Kohle reißen kann. Ob die damit wesentlich weiter runterkommt. Müssen wir mal eben schauen. So, hier runter. Batz. Hier runter. Hier runter. Boah, da wäre ich jetzt auch bald runtergeflogen, ne? Autsch. Okay, hier runter. Ich baue mich mal eben hier an die Seite rein. Halt. Baue mich mal eben hier an diese. Habe ich noch? Nee, habe ich nicht. Scheiße. Ich habe keine Dings mehr dabei. So, bauen wir uns mal eben hier hin und setzen da mal gerade. Ah, fuck, jetzt habe ich auch nicht die Dings mit. Wo war. Ach, da hinten ist die Kiste. Muss ich mich nochmal eben hier hochbauen und kurz mal eben die Kiste holen. Super, die Kiste war leer. Dann holen wir uns mal eben die Kiste mit. Nehmen uns das mit, verpflanzen uns hier in die Ecke. Kommt die Kiste hier hin? Ist das jetzt richtig? Ja, ist richtig. Gut, kommt die Kiste hier hin? Stelle ich mich mal gerade auf die Kiste und dann platzieren wir die Mining Turtle hier hin. Genau, Mining Turtle, Refuel All. Refuel Fuel. Refuel All. Halt, muss ich erstmal reinlegen, ne? Ich mache mal eben gerade mit 32. Refuel All. 2,5, okay, das reicht. Excavate 10. Okay, da geht sie jetzt rum, bis sie wieder zum nächsten kommt. Wird jetzt wahrscheinlich mal kurz ihre Dings ablaufen.
Ist aber nicht so tragisch. Sie kommt ja erstmal schon wieder ein bisschen weiter. Ich hätte sie wahrscheinlich da hinten ansetzen müssen. Aber es ist jetzt nicht so schlimm. Ich weiß aber jetzt gar nicht, ob sie im Leerlauf überhaupt was verbraucht. Genau, jetzt geht's hier weiter. Super. Macht sie jetzt genau das? Geht bis hinten durch. Kommt sie wieder bis hier. Mal eben kurz beobachten. Dann geht sie bis da durch. Geht sie bis da hinten. Genau, also sie sollte zumindest die gleiche Area wieder fertig machen. Gut, dann gehen wir derweil mal wieder hoch, machen dann eine kurze Aufnahmepause. Muss nur gerade gucken, dass ich mich hier vielleicht mal gerade ein wenig, ja genau, muss gerade hier mal gucken, dass ich mich hier mal gerade so ein bisschen rüberbaue. Ansonsten haben wir hier noch Cobblestone. Haben wir hier noch Cobblestone, wo wir uns mit hocharbeiten können. Super. Genau, dann lassen wir die Mining Turtle jetzt nochmal laufen, dass sie noch so ein bisschen was machen kann. Wir gehen gerade mal zurück. Da wachsen auch schon unsere Möhrchen wieder weiter. Und dann machen wir auch wieder eine Pause. Ich lade mal gerade den Cobblestone ab. Dann lade ich mal gerade Coal ab. Und ja, natürlich auch das. Und guck aber, bevor wir in die Pause gehen, was wir hier. Hier haben wir gar nichts mehr. Pulverized Iron können wir hier reinlegen und den Tin können wir hier reinlegen. Genau. Dann kann der nämlich laufen. Und die anderen Sachen können dann nämlich hier wieder rein. 47. Geilomat. Pulverized Iron. Okay. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, welcome back in der Hütte von der Runkelrübe. Also bis dahin. Macht es gut, ne? Tschüss.